Es ist höchste Zeit, dass auch in der Landeshauptstadt wieder eine freiheitliche Kraft tätig ist. Und wir haben vor kurzem eben im Rahmen einer Blauen Nacht diese Ortsgruppe gegründet. Die Beteiligung war sehr gut und wir haben einen starken und motivierten Ortsausschuss von 8 Personen. Die neu gewählten Ortsobleute sind Dr. Otto Malknecht und Dr. Dietlind Rottensteiner. Und ich möchte gleich das Wort an den neuen Ortsobmann übergeben. Bitte. Für uns Freiheitliche sind Eigenschaften wie Leistungsbereitschaft und Selbstverantwortung sehr wichtig. Wir haben aber auch ein Herz für die armen Bürger, deshalb nennen wir uns die Soziale Heimatpartei. Auch deshalb sehen wir etwa die derzeitige ungezügelte Einwanderung kritisch, denn arme Mitbürger werden noch ärmer, wenn Sozialleistungen von Einwanderern abgeschöpft werden. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass es eine Ortsgruppe in Bozen von den Freiheitlichen gibt, auch um das Selbstbewusstsein der deutschsprachigen Minderheit in Bozen zu stärken. Wir können so die Probleme, die es in der Stadt gibt, direkt bei den Bürgern aufschnappen und ihnen einen Ansprechpartner bieten. Wir können gemeinsam Lösungen finden. Es ist nämlich deswegen geschehen, weil auf alle unsere Warnungen in den ganzen Jahren niemals eingegangen wurde. Es wurde nicht nur unsere Warnungen in den Wind geschlagen, es wurde sogar mit Riesenschwung in genau die falsche Richtung vorgegangen. Und das führt uns zur heutigen Situation. Und nun ist es eben an der Zeit, dass das Volk auch seine Stimme vernehmbar erhebt. Und dies kann es sicherlich, eine Möglichkeit ist es, die zu wählen, aber sich auch bei denen zu engagieren, die diese Themen kommen gesehen haben und die immer davor gewarnt haben und die auch die Konzepte haben, um diese Probleme zu lösen. Das sind wir Freiheitlichen und wir freuen uns darüber, wir freuen uns über unsere Bozner Ortsgruppe, die neu gegründet wird. Und ich bin sicher, wir können uns in sehr naher Zukunft noch über weitere Ortsgruppen freuen, die sich auch in anderen Teilen des Landes noch gründen werden.